Wenn dir gefällt, was du in diesem Video siehst, dann kannst du alle Bilder auch in der aktuellen Ausgabe der Soul of Street sehen. Für nur 3,99 € als E-Paper oder für 12,99 € im Print. Alle weiteren Infos unter www.soulofstreet.de. Palermo ist mit seinen fast 700.000 Einwohnern die größte Stadt Siziliens und ein touristischer Hotspot auf dieser Insel. Am ersten Tag begaben sich meine Frau und ich durch die Viertel rund um die ganzen touristischen Attraktionen, aber ich spürte, hier habe ich keinen Drive für meine Straßenfotografie. Also ging ich am Folgetag in die Stadtviertel, die nicht mal einen Steinwurf hinter der berühmten Kathedrale entfernt lagen. Das Leben auf der Straße, das tolle Licht und die Wandmalereien boten tolle Motive, aber seht selbst. Zwar war ich sehr happy mit diesen Shots, aber so richtig zufrieden stellte mich dies auch nicht. Also ging ich dahin, wo das Leben wirklich tobte. Auf Palermos Märkte. Applauso! Palermos Märkte waren ein richtiges Mekka für Straßenfotos. Ich genoss jede Sekunde auf dem Markt und hier seht ihr eine kleine Auswahl der Bilder. Thank you.
organizzato portatemi sono io il fuoco. Den halben langen Tag über die Märkte und ich hätte unendlich viele Bilder wie eben jene machen können, aber irgendwie fehlte mir die Herausforderung. Und dann passierte Folgendes am selben Abend. Am Abend auf dem Hotelzimmer schaute ich in meine YouTube-Liste und sah ein neues Video von Gareth Danks. Das Video hieß You Need to Try This, also schaute ich mir das Video an, was ich denn ausprobieren sollte. Es ging um das Thema Layering in Street Photography. Also mehrere Subjekte in einem Bild auf verschiedenen Ebenen zu platzieren und dann ein eindrucksvolles Foto zu machen. Gareth Danks war zu der Zeit in Istanbul unterwegs beim Straßenfotografie-Treffen mit Eduardo Ortiz, welcher diese Layering-Methode sehr oft anwendet. Das Video war ultra inspirierend und ich hatte gedacht, hey, auf den Märkten von Palermo passt es perfekt, also versuchte ich mich an dieser Thematik. Zwar wusste ich vorher schon, worauf ich mich einlasse, aber als ich mich daran übte, merkte ich schnell, dass dies die absolute Königsdisziplin in der Straßenfotografie ist. Gleich hier beim ersten Bild fielen mir die drei Personen dort beim Roller auf und ich merkte auch, dass im Hintergrund in der Gasse sich noch einige Menschen tummelten. Meine Aufgabe bestand nun darin, diese Menschen so anzuordnen, dass sie sich nicht überlappen würden und die Personen, die vor der Kamera herziehen, den Rahmen des Bildes größtmöglich ausfüllen und so verschiedene Ebenen innerhalb des Bildes darstellen. Dies ist mir mit diesem Bild meiner Meinung nach auch am Anfang ziemlich gut gelungen und ich war sehr happy und motiviert weiterzumachen. Meine Methode bestand dann darin, mich an markanten Orten zu positionieren, wo die Chance für mich persönlich am höchsten lag, diese Fotos zu erzielen. Dies betraf meistens Marktstände oder engere Gassen, wo Menschen am Markt vorbeiliefen. Dieser Marktstand war so in etwa mein Lieblingsmarktstand. Hier versuchte ich verschiedene Sachen aus verschiedenen Perspektiven und ein paar Tage zuvor schoss ich dieses Bild. Das war bis dato mein absoluter Lieblingsshot. Dort versuchte ich mich an einer zusätzlichen Herausforderung. Ich versuchte, die Personen im Hintergrund zu positionieren und gleichzeitig den Rollerspiegel zu nutzen, um die Reflexion des Rollerfahrers mit ins Bild einzubauen. Als wir gerade auf dem Weg zurück zum Hotel waren und die letzten Meter auf den Markt gingen, passierte Folgendes. Ich ging dem Mann direkt hinterher und versuchte aus allen Lagen irgendwie diese skurrile Szene mit einzubauen. Als der erste Mann vorbeiging, kam auch direkt der zweite Mann mit dem anderen halben Schwein vorbei.
Und ich versuchte auch dies mit dem Getümmel irgendwie in Verbindung zu bringen. Ja, und so endete dann der mehrtägige Ausflug auf die Märkte von Palermo. Jeder, der mal die Chance hat, nach Palermo zu kommen, sollte diese Märkte unbedingt besuchen. Die Layering-Methode in der Straßenfotografie gefiel mir sehr. Ich war mit meinen ersten Ergebnissen auch sehr zufrieden, packte meine Kamera wieder in den Koffer und flog nach Hause.